Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für gefüllte Fladenbrote mit Hackfleisch und Paprika. Dafür als erstes eine rote sowie gelbe Paprika waschen, entkernen, anschließend in kleine Würfel bzw. Stücke schneiden. Dann habe ich hier noch eine Zwiebel, abziehen und grob hacken. Und zum Schluss ein bis zwei Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und in dünne Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das vorbereitete Gemüse in die Pfanne geben und für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Als nächstes kommt das Hackfleisch dazu. Ich habe hier insgesamt 500 Gramm, halb Rind und halb Schwein, ebenfalls in die Pfanne geben und für weitere 4 bis 5 Minuten krümelig darin anbraten. Das Hackfleisch jetzt ruhig auch schon mal mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen, unter gelegentlichem Wenden weiter anbraten und dann kommen die Gewürze dazu. Je einen Teelöffel Sumak, getrockneter Oregano, gemahlener Kreuzkümmel bzw. Kumin und einen Teelöffel scharfes sowie süßes Paprikapulver. Die Gewürze jetzt unterrühren und kurz mit anrösten und dann eine Dose gehackte Tomaten dazugeben, alles ein letztes Mal gut umrühren, eventuell nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken und bei niedriger Hitze bis zum Anrichten köcheln lassen. Währenddessen kümmern wir uns noch schnell um die restlichen Zutaten, dafür das Fladenbrot in 4 gleich große Stücke schneiden, in einer Grillpfanne, einem Panini-Grill oder einem Backofen kurz anrösten. Außerdem schneide ich noch etwas Eisbergsalat. Das Fladenbrot in der Pfanne einmal wenden, von der anderen Seite zu Ende rösten. Und danach können wir auch schon anrichten. Dafür das geröstete Brot einschneiden, zunächst mit etwas Eisbergsalat füllen, außerdem ein paar Kellen der vorbereiteten Hackfleisch-Paprika-Mischung, zum Schluss noch etwas Feta oder Hirtenkäse drüber bröseln und mit gehackter Petersilie garnieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.